Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin hier am Start am Simpsons Sonntag und willkommen zum zweiten Part vom Halloween Update und zu unserem nächsten Umbau von der Müllecke. So, also wenn ihr das noch nicht wisst, ich weiß, manche schauen immer nur sonntags meine Simpsons Videos. Ich habe schon, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag, ich glaube Donnerstag ein extra Simpsons Video gemacht, also schaut euch das an, da habe ich hier dieses Halloween-Update vorgestellt und habe über alles mal ein bisschen gesprochen. Also schaut einfach auf das letzte Simpsons-Video, klickt einfach auf die Playlist in der Beschreibung und dann habt ihr das. Wie die Hunde einfach oder was auch immer das hier ist, Monster, ich nenne die immer Hunde, immer zu diesem Punkt hier laufen, das ist so perfekt. Also in diesem Video kümmern wir uns hauptsächlich um die Müllecke. Ich zeige aber ganz kurz, was sich hier verändert hat. Also ich habe hier quasi den Preis bekommen, das kann man so cool einbauen mit der Straßenführung. Dann haben wir hier diese Zäune, da habe ich ein paar gekauft. Ich baue hier eine mega coole Gruselwald, Grusel-Update, Halloween-Ecke. Das, wow, ich liebe das Update, ja, ich liebe es. Es wird von Update zu Update jetzt immer besser. Bemerkt ihr meine Gruselmusik im Hintergrund? Die habe ich ja das letzte Mal 2015 benutzt und jetzt benutze ich die wieder. Ich mag die Musik total gern. Okay, also hier seht ihr auch den Glockenturm. Mega cool. Freue mich, ich bin momentan hier bei Burns Familiengruft. Dauert ein bisschen lange, aber ich glaube, ich werde das hier locker erreichen. Ich habe immer leider irgendwie nur 2 Monster in der Stadt. Andere haben immer 6 Monster in der Stadt. Ich frage mich, woran das liegt. Aber okay, und hier spare ich gerade auf das hier. Ich muss es erstmal freischalten, das heißt, ich werde warten, bis ich mir die Fledermäuse nochmal kaufen kann. Ich habe die schon 2-mal gekauft. Ich habe die einmal in den Gruselwald hier reingesetzt, passt natürlich perfekt. Und einmal habe ich die hier vorne einfach nur mal so random hingesetzt. Okay, ich denke, es ist Zeit, dass wir uns weiter um die Müllecke kümmern. Vorteil ist, wir haben ja jetzt wieder ein bisschen mehr Platz, also müssen wir es nicht so eng gestalten. Das nutzen wir direkt mal aus. Und, wartet, wie können wir es machen? Das, okay. So, wir schieben nämlich jetzt den Zaun ein bisschen weiter nach hinten. Dann haben wir einfach direkt mehr Platzhilfe. So, okay, haben wir alle Zäune? 1, 2, wartet. Noch eins weiter, noch eins weiter. Ich will es nicht komplett füllen, aber ich denke, so, oder? So sollte es ausreichen, oder? Ja, bleiben wir einfach mal dabei. Ladespiel. Häng nicht, mein Spiel hängt jetzt komplett. Bitte, danke. Okay, okay, okay. So, und jetzt müssen wir nur noch den braunen Zaun kaufen und dann können wir die Ecke hier weiter gestalten. Ich weiß nicht, ob wir komplett heute durchkommen. Müssen wir einfach mal schauen, wie weit wir kommen, weil ich befürchte, dass mein Akku im Laufe der Folge leer wird. Seht ihr, das meinte ich, das ist neu. Da unten steht jetzt im Speicher 2, das ist so cool. Also ich finde es richtig gut und dann kann man es direkt kaufen. Das ist so amazing. Wow, okay, ich glaube, wir müssen den noch ein Feld weiter nach hinten setzen, den ganzen Zaun, damit das da auch gut zusammenpasst, weil ihr seht, der hängt da ein bisschen vorne über. Wow, okay. So, und oben passt der, glaube ich, perfekt. So, dann schieben wir den noch ein Feld weiter. Wartet, ich bin so schlecht darin, das alles zu greifen. So, Hilfe. Okay, vielleicht liegt es auch daran, dass ich am Handy bin, ja. So, eins noch nach oben. Zack. Bitte. Also normalerweise hängt das nicht so. Aber gerade. Fragt mich nicht warum, ich weiß es nicht. Passt perfekt. Weil da oben das, ich weiß, dass es nicht jetzt so komplett über ein, wie soll ich das sagen, dass es nicht komplett verbunden ist. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal, weil wir das da oben sowieso verdecken werden mit unserem Müllberg. So, kaufen wir noch einen Zaun. Muss ja natürlich da oben auch verbunden sein. Zack. Oder passt das? Na, seht ihr, ist ein Feld zu weit. Also es ist, ich verdecke das nochmal ganz kurz. Da oben ist es ein Feld zu weit. Geht nicht so komplett auf, weil ich hier vorne diese Hecke benutzt habe. Aber das ist nicht weiter tragisch, weil, wie gesagt, wir verdecken das, ja? Dann sieht das keiner, dann fällt das keinem auf. Ihr wisst das, aber ich vertraue euch, ja? Ihr sagt das keinem. So, Müllberg in die Ecke. Wow, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen mehr Platz. Das ist nice, okay. Wie ich mich kenne, denke ich nicht, dass wir heute komplett fertig werden. Okay, also das kommt noch da unten hin. Das kommt auch noch da unten hin. Die 2 Holzdinger kommen auch noch da unten hin. Sollen wir uns erst um das da unten kümmern oder um das da oben? Ich glaube, wir kümmern uns erst um das da oben, ja?
erst um den Müllberg. Und entweder schaffen wir es heute auch, das da unten zu bauen, oder wir machen das einfach in der nächsten Folge. Wir haben ja einiges noch vor. Wir müssen ja die ganzen Ecken hier noch bauen. Also Simpsons wird nicht stoppen. Vor allem haben wir auch noch das Update. Akt 2 kommt ja dann irgendwann. Und ich muss ja auch noch Part 2 von den Sci-Fi-Ecken vorstellen. Wow, so viel Stuff zu tun. Okay, wie wir das machen? Ich denke, ich habe eine Idee. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, wartet, wir machen das so. Ich teste jetzt erstmal was provisorisch. Wir packen die Sachen erstmal weg. So, wegpacken. Und dann versuchen. Und das kommt da rein. Ich weiß schon ganz genau, wie es da reinkommt. Nicht so genau, aber ich habe so eine Vorstellung. Aber ich teste jetzt erstmal was. Ich brauche genau den Sound. Wartet, passt das? Passt das? Wir müssen das natürlich hier jetzt so abgrenzen. Dann machen wir das so. Oder vielleicht noch einen Zaun dazwischen. Wartet, dass wir das so machen. Geht zu Zaun. So. Und jetzt müssen wir den Zaun holen. Warte, da haben wir bestimmt noch was übrig, oder? Zaun, 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 Zaun. Oder haben wir den komplett... Ist das Maschendraht? Ich glaube, das ist Stacheldraht. Ah, okay, da müssen wir den Zaun kaufen. Ich versuche das dann irgendwie... Also ich versuche die Ecke abzutrennen. Warte, ich muss zu Zaun gehen. Zaun. Ich versuche die Ecke irgendwie abzutrennen. Das ist der, oder? Ist das der? Ja. Ich versuche die Ecke irgendwie abzutrennen. Und dann quasi da so ein extra Zugang zu... Wartet, noch ein Feld? Oh, entschuldigt. Gleich habe ich davor aufgenommen. Ja, so, oder? So. Und dann können wir nachher... ein Feld rausholen, also eins freilassen. So, dann haben wir das da abgetrennt. Perfekt. Wisst ihr was? Ich bin mir nicht sicher, aber sollen wir das komplett so zumachen? Also sollen wir den Zaun hier hinten entfernen, dass der Zaun wegkommt? Lass uns mal sehen, wie es aussieht. Ja, so quasi, dass wir den Stacheldrahtzaun da hinten fortsetzen. Ich meine, wir sind einmal bei den Mauern. Dann können wir die auch mal direkt hier einsetzen. Dass wir das quasi so machen, dass es da hinten dann... Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das passt besser. Okay, wir müssen ja nicht jetzt den ganzen Zaun entfernen. Wir holen jetzt nur so ein bisschen. Also ich meine, die haben das schon verbessert, dass man... dass es nicht mehr so kompliziert ist, um umzubauen. Also das finde ich schon nice. Also ich sehe, das Spiel entwickelt sich in eine richtig gute Richtung. So, okay. Die Kommentare unter dem letzten Video waren so lustig, wie ich da, geguckt habe, ob ich genug Geld habe, um das Land zu kaufen. Ich stelle mir da so selbst so die Frage, reicht das? Habe ich genug Geld? Also die habe ich ja euch quasi dann so rhetorisch gestellt. Und dann so einer in den Kommentaren... Und Tevin fragt sich, ob er genug Geld hat. Als hätte er nicht genug Geld, um sich alles zu kaufen. Okay. Also ich... Hey, ihr kennt mich. Ich bin sparsam, ja? So, das ist jetzt quasi wie hier, ja? Also seht ihr das hier? So ähnlich wird das jetzt auch, dass wir es quasi so umzäunt haben. Und dann jetzt machen wir da so eine offene Ecke. Also ich meine, wir setzen keine Bank vor eine Müllhalde. Das ist logisch. Wir setzen jetzt hier keine Bank rein. Ich glaube, ich mache das Feld hier offen oder frei. Und es ist auch quasi so ein bisschen wie das hier. Hier haben wir es auch so gesetzt. Ich mag das mit diesen Zäunen. Okay. Ich komme vom Thema ab. So, jetzt reiße ich mich zusammen. Haben wir noch diese Dinger? Die gelben? Diese Sperrdinger? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß noch nicht, wie die heißen. Barrieren? Wo kann man die kaufen? Wo gibt's die? Das Problem ist, ich möchte schon die Sachen aus meinem Inventar entfernen, weil selbst bei mir kam jetzt die Meldung irgendwann, ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, sie haben zu viele Gebäude, versuchen sie es möglich auf so und so viel zu beschränken, sonst kommt es zu Spieleinbrüchen und keine Ahnung, dann sonst hakt das so ein bisschen. Ja, und das möchte ich irgendwie nicht. Oh, das passt gut hier rein. Weil wir jetzt mehr Platz haben, können wir natürlich jetzt mehr Gebäude reinsetzen. Das stört mich nach wie vor, dass wir wieder ganz vorne sind, aber okay. Ich brauche eigentlich nur diese Barrieren. Sind die hier noch irgendwo?
Bitte? Sonst kaufen wir einfach neue. Das Problem ist, ich weiß auch nicht, wo ich die kaufen kann. Ach, das ist doof. Vielleicht, wenn die Entwickler zuhören. Man weiß ja nie, ja? Also als erstes, wenn man an einer Stelle irgendwas rausholt, am besten wieder an der gleichen Stelle beginnen und nicht wieder vorne beginnen. Weil das nervt schon ein bisschen, wenn man dann immer so weiter vorspulen muss. Und als nächstes vielleicht Kategorien besser kennzeichnen, weil manche Kategorien sind schon ein bisschen verwirrend und manche überschneiden sich auch. Und dann ist man komplett verwirrt. Ich glaube, wir haben einfach keine mehr. Haben wir keine mehr? Ich glaube, wir haben keine mehr. Okay, dann kaufen wir welche. Auf zur Suche. Ist das hier bei Mauern? Oh. Okay, alles klar. Vielleicht ist Heaven auch einfach doof. Okay, wir haben die Barriere da. Perfekt. Oh, das ist sogar auf der gleichen Höhe. Wow, okay. Nice. So. Ich glaube, viel können wir da nicht reinsetzen, weil, sagen wir mal ehrlich, ist es eine Müllhalde. Was können wir da viel reinsetzen? Wir setzen auf jeden Fall einen Müllberg da rein. Wir setzen einen Baum da rein. Der muss da rein, ja? Löwenmäulchen kommen zum Schluss. Vielleicht können wir den Trafo hier reinsetzen oder was auch immer das war. So, passt das da, wenn wir den da reinsetzen? Ja. 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 Einfach ja. Okay. Dann können wir vielleicht auch so einen Zaun da rein. Ich weiß, das ist eine Pferdestange, aber hey, warum nicht, ja? Warum nicht? Die kann da so ein bisschen hängen. Sieht ja eigentlich. Also, ich versuche einfach, dass es. Keine Ahnung, was ich versuche. Wir haben da jetzt einfach so zwei Holzbahnen. Das sieht eigentlich ganz cool aus, weil wir dann so ein bisschen was verdeckt haben. Genau wie hier. Das sind ja eigentlich Laternen, diese Metalldinger hier. Aber wir haben es so eingebaut, als wären das so Stützen von dem Werk. Das gefällt mir. Okay, was wir noch da einbauen werden. Ich glaube, die hier. Ich glaube, die packen wir noch so nach da vorne. Ja, okay, dann ist das fertig. Und da oben kümmern wir uns jetzt um den Rest. Einmal kommt dieses Teil hier rein. Das passt natürlich. Dann haben wir noch einmal Müll. Den setze ich mal nach hier und nach lautlos. Ich war gar nicht an meinem Knopf. Klingelton. Hi, Klingelton. Die Geister kommen schon zu mir aus diesem Müll hier, ja. So, und hier oben setze ich, glaube ich, die Statue hin. Frag mich nicht, warum. Ja, frag mich nicht, warum. So, und dann können wir vielleicht noch einen Baum hier hinsetzen und einen Baum vielleicht noch nach hier. So, okay. Und dann können wir das hier schon mal so ein bisschen verteilen. Das hier noch so ein bisschen verteilen. Also das da unten bauen wir dann demnächst um, weil ich mir hier noch nicht so ganz sicher bin, wie wir das machen. Ich glaube, ich baue das irgendwie so. Wartet. Ja, wir können es ja schon mal so ein bisschen hinsetzen. Alright, ich bin wieder da. Das Essen ist gleich fertig. Okay, ich wollte gerade schon sagen, vielleicht machen wir die Ecke hier unten doch noch. Aber jetzt hat sich erübrigt, also ich kann quasi nicht mehr so lang. Das heißt, wir machen jetzt die Ecke da oben aber noch fertig. Und ja, das machen wir. Also auf jeden Fall machen wir die Ecke noch da oben fertig. Ich glaube, ich setze die zwei Mülleimer da noch nebeneinander. Da müssen wir noch ein paar Blumen. Und hier unten überlegen wir uns noch was, weil hier haben wir noch eine schöne freie Stelle. Ich glaube, wir werden hier so ein paar Mülleimer noch hinsetzen oder vielleicht so ein paar Bäume oder so. Ich weiß nicht. Ich habe überlegt, vielleicht können wir da doch eine Bank hinsetzen, aber das wäre ziemlich. Wer setzt sich bitte an den Müllhalde auf eine Bank? Das ist die Frage. Aber ich will natürlich keine Leute diskriminieren, die das mögen. Okay. So, beeilen wir uns. Heaven muss essen. Haben wir tote Bäume? Wo sind tote Bäume? Es war kein toter Baum da oben. Wir haben Gruselbäume. Oh. Okay, sollen wir Gruselbäume nehmen? Ich habe aber noch tote Bäume, oder? Wir haben tote Bäume. Ich nehme auf jeden Fall einen toten Baum noch hier. Und da unten nehme ich, glaube ich, dann, wie heißt es? Dingsbums.
Tannenbäume. Ja. Aber ich wollte auch vielleicht auch einmal Gruselbäume einbauen. Vor allem, weil wir gerade Halloween haben. Dann passt das quasi dazu, weil die Gruselbäume, die sind schon awesome. Ich finde die mega cool. Wenn wir so die Gruselbäume da haben. Wow, oh, wie scary. Okay. Vielleicht setze ich die so nach da. Sollen wir das da auch so unterteilen, also trennen? Oder soll ich es erstmal so lassen? Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Ich lasse es erstmal so, okay. Okay, haben wir den oberen Bereich fertig? Wie gesagt, da unten bauen wir dann in der nächsten Folge noch was. Wir müssen jetzt noch zum Schluss ein bisschen Natur einbauen. Was heißt Natur bei Heaven? Löwenmäulchen. Ja, Löwenmäulchen dürfen natürlich nicht fehlen. Haben wir auch keine mehr? Ich benutze definitiv zu viele Löwenmäulchen. Holy. Okay, vielleicht noch so ein paar grüne Büsche, ja? Ein grüner Busch da. So zwei nebeneinander. Dann, wir dürfen, also es muss auch ein bisschen grün darf nicht fehlen, ja? Zwei Büsche da, ein Busch hier. So, da wächst dann quasi Moos. Ja, Moos ist das. So, dann, es muss auch gut aussehen. Vielleicht dann hier so. So zwei. Ja, okay. Dann hier einer. Einer da und einer da. Und hier. So. Und hier vielleicht auch noch bei den Fässern hier. Zack und zack. Alright, haben wir so ein bisschen das noch eingesetzt. Und jetzt fehlen zum Schluss noch Löwenmäulchen. Wir gehen in den Shop. Wir gehen. Wie dumm. Barrieren bei Mauern. Ja, also es ist so logisch, dass ich nicht drauf gekommen bin. Okay. Vielleicht auch ein Strauch. Aber das wird vielleicht zu viel, ja, wenn wir da so einen Strauch reinsetzen. Bin mir nicht sicher. Ich versuche mal einen Strauch hier hinten zu platzieren. Wie sieht das aus? Na, das passt eigentlich. Vielleicht können wir auch hier einen Strauch reinsetzen. Passt das so? Na? Geht nur so? Ein Strauch? Ja, warum nicht? Warum nicht, oder? Was sagt ihr? Ein Strauch ist okay da und so ein Strauch da. Dann sieht man nur so ein bisschen grün. Okay, perfekt. Also wie gesagt, da unten kümmern wir uns später drum. Wir müssen jetzt Löwenmäulchen kaufen. Löwenmäulchen, hier sind sie. Das sind die besten, ne? Die passen einfach so gut überall rein. Löwenmäulchen. Einfach Löwenmäulchen. Okay, so, hier noch ein paar reinsetzen. Ich glaube, wenn ich kein YouTube machen würde. Löwenmäulchen Farm. Nein. Spaß. Okay, zack. Und ich glaube, es reicht, ja? Reicht das? Können wir hier rein aussetzen? Nein, schade. Schade. Aber ich glaube, das passt gut. Es wird so voll hier geworden, ey. Holy. Wartet, wir müssen jetzt noch ein bisschen Feinarbeit machen. Ein Busch weg. Der kommt da. So. Fällt es nicht so auf. Das Löwenmäulchen kommt nach hier. Der Baum geht Hilfe. Der Baum geht ein Feld nach vorne. So. Und dann passt es. Passt es. So sieht's weiter aus mit unserer Müllecke. Wir kommen voran. Ist voll. Ich sag immer, es ist voll. Ja, und damals beim Gruselwald habe ich auch gesagt, ah, der ist so voll, sind das nicht zu viele Bäume? Und dann kam immer die, und dann kam einmal dieser Kommentar und seitdem ist der Kommentar in meinem Kopf. Ein Wald, ja, kann nicht zu viele Bäume haben. Eine Müllecke kann nicht zu viel Unkraut und Gestrüngs haben. Logisch. Wer räumt denn bitte auf einer Müllhalde auf? Ja, also ich meine, das passt schon eigentlich ziemlich cool. Ich bin zufrieden. Also das gefällt mir. Und hier unten bauen wir dann. Also hier unten kommt noch ein bisschen was Schöneres hin. Ja, also wir werden das jetzt hier nicht so komplett mit Müll voll bauen. Ich glaube, hier bauen wir ein paar Tannenbäume ein und vielleicht noch so zwei, drei Blumen. Aber so sieht es weiter aus mit unserer Müllecke. Bin relativ zufrieden. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch es gefällt. Ich bin sehr froh, dass hier hinten Land hinzugefügt wurde, weil jetzt haben wir wieder ein paar Möglichkeiten und konnten hier weiterbauen. Das ist sehr nice. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Simpsons-Video wieder. Denkt dran, ich habe ein extra Simpsons-Video aufgenommen. Also schaut mal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. So, haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.